Total flauschig. Ah, so süß. Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich stelle mich heute mal wieder vor die Kamera und packe mit euch die Yoga Twins Box aus, die heute angekommen ist. Ich habe mich ja wie noch was gefreut. Die letzte Woche war leider nicht ganz so erfreulich für mich, deswegen kamen auch nicht so viele Videos. Ist aber nichts Schlimmes, macht euch keinen Kopf. Auf jeden Fall ja, hoffe ich, dass es mit Videos jetzt wieder regelmäßiger weitergehen kann. Wir packen jetzt auf jeden Fall erstmal die Yume Twins Box aus. Ich bin so gespannt, was da diesen Monat drin ist. So, Box ist aufgeschnitten. Diesmal ist die Box übrigens auch sehr voll. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie sehen konnte, aber auf jeden Fall, der Deckel ging gerade noch zu. Und, oh, ich sehe schon ein Plüschtier. Irgendwas Orangenes ist drin. Auf jeden Fall, das Heftchen ist wie immer mit dabei. Diesmal leider ein bisschen zerknittert. Finde ich sehr schade, aber gut, okay. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ich glaube, man sollte sich eher weniger darüber beschweren, dass die Box zu voll ist. Also so sieht das Ganze schon mal aus. Und, oh Gott, ich... Ach. Okay, fangen wir mal mit dem plüschigen Orangenen an. Und zwar ist hier von Atelier Tokyo so ein orangenes, jetzt bin ich selber unschlüssig, ist das jetzt ein Schaf, ein Hase? Zumindest sieht das für mich auf dem Bild wie ein Schaf aus. Es könnte auch irgendwie ein Häschen sein. Auf jeden Fall total weich und total knuffig. Also ich mag die Plüschtiere in den Boxen immer sehr gerne. Total flauschig. Ah, so süß. Dann haben wir noch ein Remand-Set von dem, wie hieß das jetzt, Doro oder irgendwie sowas. Dieses blaue Männchen ist total... ja, beliebt oder bekannt in Japan. Ich hatte damit noch keinerlei Berührung, also zumindest nicht wirklich. Ich habe das immer nur, ja, quasi gesehen, dass das irgendwie in Japan scheinbar sehr bekannt ist. Aber ich kenne die Serie überhaupt nicht. Ich bin jetzt aber trotzdem sehr gespannt, was drin ist in dem Remand. Und ich habe die Superman-Figur, wenn man das so nennen kann, bekommen. Also an sich sehr cool, muss ich sagen. Sieht sehr hochwertig verarbeitet aus. Also jetzt verhältnismäßig. Also sicherlich zum Sammeln mega cool. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn man die Serie irgendwie kennen würde. Also ich kenne es überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal den Namen von der Figur. Wie gesagt, irgendwas mit Doraemon. Heißt das Doraemon? Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Aber es ist trotzdem ganz hübsch und mir gefällt die Figur an sich auch. Also ich glaube, ich hätte da wesentlich schlimmere Figuren erwischen können, beziehungsweise... ich würde sogar aber fast behaupten, das ist mein Liebling von den Optionen, die es gab. Dann, oh mein Gott, als nächstes haben wir drin Yume Twin Stars, habe ich gerade schon gesehen. Was ist das denn? Ich glaube, das ist einfach nur... nee, ist das Memo-Papier? Auf jeden Fall Yume Twin Stars. Oh, finde ich total cool. Oh mein Gott, ist das süß. Also es steht nirgendwo auf Englisch dabei, vielleicht steht es ja in dem Heft. Ich würde aber mal interpretieren, dass das so Blotting-Paper sind. Also das ist eigentlich, vielleicht kennt ihr das, das nimmt man sich so raus. Würde ich jetzt zumindest mal so interpretieren, dass das für Make-up ist. Also beziehungsweise, ja, wenn man halt so ein bisschen ölige Haut hat, wie jetzt zum Beispiel die Scheinwerfer, die mich hier so anstrahlen, die ja, sind ziemlich heiß oder produzieren eine ziemliche Hitze. Ja, es ist jetzt sehr eklig, ich weiß. Aber auf jeden Fall saugt das ja, die Nässe oder eigentlich das Fett, was dann dieser ölige Film, der dann entsteht auf der Haut, der saugt das dann auf. Und dafür sind diese Blotting Papers gedacht. Wie gesagt, es gibt es auch im Deutschen, vielleicht kennt ihr das. Ja, das ist eben von My Little Twin Stars. Also total süß irgendwie die Idee. Dann als nächstes, wie geil ist das denn? Ein Becher ist drin. Und zwar auch von Neko Azume. Da war ja in der letzten Box ein Memo Paper Block dabei. Und diesmal haben sie tatsächlich einen Becher reingepackt. Ich glaube, es ist Plastik. Also... würde ich jetzt mal interpretieren, aber es ist sehr starkes Plastik, also man kann das in keinster Weise irgendwie biegen. Es fühlt sich schon irgendwie so zur Hälfte an, als wäre es Keramik oder Glas. Also ich bin mir da selbst nicht sicher, was das für ein Material ist. Auf jeden Fall unheimlich niedlich, also sehr viele Details, gefällt mir unheimlich gut. Vielleicht seht ihr das ja immer mal in meinen Videos, dass ich so einen Becher habe, wo Wasser drin ist für Pinsel, also wenn ich mit Aquarell arbeite und so. Und ich denke, ich werde den damit ersetzen, weil wie süß ist das denn, sich das einfach auf den Basteltisch zu stellen. Man kann das natürlich auch nehmen als Stiftehalter zum Beispiel. Natürlich kann man es auch als Trinkglas benutzen, aber ich denke, dafür ist es ja schade, dass der keinen Henkel hat, weil ich
ja, wenn man ein heißes Getränk trinkt, glaube ich, heizt sich das schnell auf und dann kann man es nicht so gut halten. Aber wie süß ist das denn bitte? Dann haben wir als nächstes drin auch wieder ein Handtuch. Und da muss ich sagen, langsam reicht es mit den Handtüchern. Das ist jetzt das dritte Handtuch, was dabei ist innerhalb von 4 Boxen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und ich würde mal fast behaupten, das ist jetzt langsam genug. Ja, auf jeden Fall kenne ich auch die Marke nicht. Also Peko steht hier oben drauf. Ist bestimmt auch irgendwie eine Serie, eine bekanntere. Aber wie gesagt, mir sagt sie jetzt nichts. Also es ist ja schon süß, muss man ja schon sagen. Welcome Tokyo steht da hier vorne drauf. Und der Eiffelturm, was irgendwie ein bisschen... Ach nee, das ist der Tokyo Tower, das ist gar nicht der Eiffelturm. Ja, okay. Aber auf jeden Fall finde ich schon süß. Mir hat aber das andere Tuch besser gefallen, was, glaube ich, letzten Monat mit dabei war. Wie gesagt, ich finde langsam ist es ein bisschen, sind es genug Handtücher. Ich glaube, so viele Handtücher kann dann auch niemand gebrauchen. Dann das nächste, was drin ist, sind diese Koalas. Die haben wir, glaube ich, in Deutschland auch. Also halt zumindest die in der Art. Ich muss sagen, ich esse die sehr gerne, habe schon ewig nicht mehr gegessen. Von daher nicht verkehrt jetzt für mich, aber ich brauche es nicht. Ich finde, das hat eigentlich nicht unbedingt was in einer Kawaii-Box zu suchen, weil die haben ja noch ihre japanischen Snacks-Boxen, also die Tokyo-Treat-Boxen. Und da gehört das meiner Meinung nach eigentlich rein und nicht in eine, ja, Kawaii-Box. Von daher, ich finde, das hat jetzt auch nicht sonderlich viel mit Kawaii zu tun. Ich meine, es ist einfach ein Koala. Dann als nächstes haben wir noch ein Plüschtier drin. Oh, ist das niedlich. Und zwar ist das das hier. Das ist so ein, ja, von Shinada ist das. Hier ist das auch nochmal aufgezeichnet. Das sieht ein bisschen so aus wie ein Dango. Zumindest erinnert mich das dran. Es ist halt einfach eine Kugel. Als Katze jetzt in meinem Fall. Scheinbar gibt es da auch noch einen Hasen und ein Schweinchen und in verschiedenen Farben. Und ja, total niedlich. Also halt so groß wie die Hand. Das ist total süß. Und mir gefällt das auch. Also, dass eine Katze ist und weiß. Also total ins Schwarze getroffen oder ins Weiße getroffen. Dann als nächstes haben wir hier nochmal so ein Päckchen drin. Und das ist, glaube ich, wieder... Das ist wieder so ein Zufallsitem scheinbar. Und zwar ist das von Sanrio. Also Sanrio Characters steht drauf. Ist ziemlich fett und auch relativ schwer. Und ich glaube, das ist irgendwas zum Baden. Ich würde mal sagen, es ist irgendwie eine Art Badesalz. Hier hinten sieht man die Optionen, die man bekommen kann. Also Hello Kitty bei Melody, Pompom Purin und Gudetama, 2 Varianten. Das müsste, glaube ich, beides Gudetama sein. Kann man erwischen. Bin mal schon mal sehr gespannt, was ich jetzt bekomme. Oh, bitte lass es nicht Hello Kitty oder My Melody sein. Okay, es ist Hello Kitty, aber macht nichts. Und zwar ist das eine Badekugel. Ich glaube, ich werde diese Badekugel niemals benutzen können. Also es duftet auch, wenn man es so rausholt. Und ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich mir das da hinten so angucke, ich glaube, dass da eine Figur drin ist. Wie geil ist das denn? Dann muss ich das ja doch benutzen. Also ihr schmeißt das, also würde ich jetzt so interpretieren, dass ihr das in eure Badewanne schmeißt und dann löst sich ja, das Zeug außenrum auf und ihr habt dann, ich denke mal, ein Schaumbad. Und dann habt ihr eben so ein Item. Und zwar ist das, glaube ich, eine Hello Kitty in der Badewanne. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die schwimmt dann auch auf dem Wasser. Also ich glaube, das ist tatsächlich so... Wie geil ist das denn? Und dann schließlich das Letzte, was drin ist, oh, ist auch von Little Twin Stars. Und zwar sind das so Memo-Pads. Also so selbstklebende Notizzettelchen, würde ich mal sagen. Es sind nicht besonders viele drin, von daher weiß ich jetzt nicht, wie viel das irgendwie gekostet hätte. Aber es ist auf jeden Fall sehr niedlich. Ich sammle ja solche Sachen und von daher, ja, sehr passend für mich. So, das war jetzt also in meiner Yume Twins Box. Ich muss sagen, ich bin den Monat wirklich doch sehr zufrieden. Ich war mir erst nicht sicher. Sie ja, geben mir immer vorher das Thema bekannt. Das Thema war diesmal übrigens New Lifestyle von der Box. Und ich war mir da nicht sicher, weil sie da von so Beauty-Produkten geredet haben, habe ich mir erst gedacht, naja, wenn die da irgendwie Nagellack reinpacken oder irgendwie so, ich sag jetzt mal Kinderschminke, ist das eigentlich nicht meins, das brauche ich einfach nicht und ja, okay, das sieht zwar süß aus und dann stellt man sich's in den Schrank, aber benutzen kann man es nicht. Aber ich war jetzt doch sehr überrascht über die Sachen, weil, wie gesagt, das finde ich total klasse. Wenn das von Little Twin Stars ist, ist das doch süß. Also von daher
Gebrauchen kann ich es definitiv. Vielleicht ist es ein bisschen doof, weil der Sommer jetzt fast rum ist oder ja, der Herbst vor der Tür steht, aber... Aber trotzdem, auf jeden Fall habe ich mich sehr darüber gefreut, genauso wie auch über die Badekugel, weil ich bade tatsächlich sehr gerne, jetzt außer im Sommer, also dann doch eher im Herbst oder im Winter. Und sie haben geschrieben in der Beschreibung, dass wenn man Glück hat, ist die Figur golden. Also das heißt, ich bin mal sehr gespannt, ob ich tatsächlich Glück habe oder ob meine Figur nicht gold ist. Aber ich denke mal, meine wird nicht golden sein. Hier seht ihr noch so ein paar andere Varianten, die dabei wären. Die schwarze Katze wäre natürlich das absolute Highlight gewesen, aber die weiße ist auch völlig okay. Ich will mich nicht mal im Ansatz beschweren. Das Glas, was dabei ist, da freue ich mich total drüber. Wie gesagt, wird jetzt auf meinen Schreibtisch wandern und mich dort erfreuen, weil ich das nämlich zum Basteln auch sehr gut benutzen kann. Ansonsten, ja, am wenigsten zufrieden, denke ich mal, war ich mit der Süßigkeit, einfach weil ich es nicht brauche. Und mit dem Handtuch, weil eben schon wieder eins drin ist. Also ich finde es ganz süß. Ich hätte mich vielleicht auch gefreut, wenn es von... irgendwie Rilakkuma gewesen wäre, Gudetama, aber ansonsten, ich hoffe, sie hören jetzt mal langsam auf mit den Handtüchern. Und ansonsten, ja gut, Doraemon, die Figur, wie gesagt, ich kenne diese Figur jetzt nicht, außer dass ich halt weiß, dass sie in Japan sehr bekannt ist. Ich denke, ich habe da eine ganz gute Figur erwischt, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, aber an sich die Grundidee, dass sie Remans mit in die Boxen packen, finde ich sehr cool. Ja, ihr Lieben, und das war meine Yume Twins Box. Was hat euch denn am besten und am schlechtesten gefallen? Würde mich sehr interessieren, das mal von euch zu lesen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch, ja, eine kreative Restzeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss!